So oft ich, holde Damen und werte Herren, in meinen Gedanken erwäge, wie mitleidig ihr alle von Natur aus seid, erkenne ich auch, dass dies Werk einen betrübten und bitteren Anfang haben wird, da es an seiner Stirn die schmerzliche Erwähnung jener verderblichen Pestseuche trägt, die vor kurzem jeden, der sie sah oder sonst kennenlernte, in Trauer versetzte. Doch wünsche ich, dass ihr euch nicht vom Weiterhören in dem Glauben abschrecken lasset, ihr müsstet immer zwischen Seufzern und Tränen weiterwandeln. Dieser schreckensreiche Anfang soll euch nicht anders sein als den Wanderern ein steiler und rauer Berg, jenseits dessen eine schöne und anmutige Ebene liegt. Und wie der Schmerz sich an das Übermaß der Lust anreiht, so wird auch das Elend von der hinzutretenden Freude beschlossen. In der Tat, hätte ich füglich vermocht, euch auf einem anderen Pfade als diesem dahin zu führen, wohin ich es wünsche, so hätte ich es gern getan. Weil aber ohne diese Erwähnung nicht berichtet werden konnte, warum das geschah, was weiterhin zu hören ist, entschließe ich mich gewissermaßen notgedrungen zu dieser Beschreibung. Ich sage also, dass seit der heilbringenden Menschwerdung des Gottessohnes 1348 Jahre vergangen waren, als in die herrliche Stadt Florenz das tödliche Pestübel gelangte, welches einige Jahre früher in den Morgenlanden begonnen, dort eine unzählbare Menge von Menschen getötet hatte und dann ohne anzuhalten von Ort zu Ort sich verbreitend, jammerbringend nach dem Abendlande vorgedrungen war. Gegen dieses Übel half keine Klugheit oder Vorkehrung, obgleich man es daran nicht fehlen und die Stadt durch eigens dazu ernannte Beamte von allem Unrat reinigen ließ, auch jedem Kranken den Eintritt verwehrte und manchen Ratschlag über die Bewahrung der Gesundheit erteilte. Ebenso wenig nützten die demütigen Gebete, die von den Frommen nicht ein, sondern viele Male in feierlichen Bittgängen und auf andere Weise Gott vorgetragen wurden. Etwa zum Frühlingsanfang des genannten Jahres begann die Krankheit schrecklich und erstaunlich ihre verheerenden Wirkungen zu zeigen. Die Krankheit gewann eine neue Gestalt. Und viele bekamen auf den Armen, den Lenden und allen übrigen Teilen des Körpers schwarze Flecke. Und so wie früher die Pestbeule ein sicheres Zeichen unvermeidlichen Todes gewesen und bei manchen noch war, so waren es nun diese Flecke für alle, bei denen sie sich zeigten. Dabei schien es, als ob zur Heilung dieses Übels kein ärztlicher Rat und die Kraft keiner Arznei wirksam oder förderlich wäre. Die Seuche gewann umso größere Kraft, da sie durch den Verkehr von den Kranken auf die Gesunden überging, wie das Feuer trockene oder brennbare Stoffe ergreift, wenn sie ihm nahegebracht werden. Fast alle, die noch am Leben waren, strebten zu ein und demselben grausamen Ziele hin, die Kranken nämlich und was zu ihnen gehörte zu vermeiden und zu fliehen, in der Hoffnung, sich auf solche Weise selbst zu retten. Einige waren der Ansicht, ein mäßiges Leben, frei von jeder Üppigkeit, vermöge die Widerstandskraft besonders zu stärken. Andere aber waren der entgegengesetzten Meinung zugetan und versicherten, viel zu trinken, gut zu leben, mit Gesang und Scherz umherzugehen, in allen Dingen, soweit es sich tun ließe, seine Lust zu befriedigen und über jedes Ereignis zu lachen und zu spaßen, sei das sicherste Heilmittel für ein solches Übel. Viele andere indes schlugen einen Mittelweg ein und bedienten sich der Speise und des Tranks nach Lust, schlossen sich auch nicht ein, sondern gingen umher und hielten Blumen, duftende Kräuter oder sonstige Spezereien in den Händen und rochen häufig daran, überzeugt, es sei besonders heilsam, durch solchen Duft das Gehirn zu erquicken. Denn die ganze Luft schien von Ausdünstungen der toten Körper, von den Krankheiten und Arzneien stinkend und beklemmend. Andere aber waren grausameren Sinnes und erklärten, kein Mittel gegen die Seuche sei so wirksam und zuverlässig wie die Flucht. In dieser Überzeugung verließen viele Männer wie Frauen, ohne sich durch irgendeine Rücksicht halten zu lassen, allein auf die eigene Rettung bedacht, ihre Vaterstadt, ihre Wohnungen, ihre Verwandten und ihr Vermögen und flüchteten auf ihren eigenen oder einen fremden Landsitz. Als ob der Zorn Gottes, der durch diese Seuche die Ruchlosigkeit der Menschen bestrafen wollte, sie nicht überall gleichmäßig erreichte, sondern nur diejenigen vernichtete, die sich innerhalb der Stadtmauern antreffen ließen. Wir wollen davon schweigen, dass ein Mitbürger den anderen mied,
dass der Nachbar fast nie den Nachbarn pflegte und die Verwandten einander selten oder nie besuchten. So war denn, teils wegen des Mangels gehöriger Pflege, teils wegen der Heftigkeit der Seuche, die Zahl der bei Tag und Nacht in der Stadt Gestorbenen so groß, dass man sich entsetzte, wenn man sie erfuhr, geschweige denn, wenn man das Elend selbst mit ansah. Daraus entstand fast unvermeidlich unter denen, die am Leben blieben, manche Unregelmäßigkeit, die den früheren bürgerlichen Sitten widersprach. Es schmerzt mich, so lange bei solch großem Elend zu verweilen. Deshalb will ich nun die Erzählung aller jener Ereignisse auslassen, die ich schicklich übergehen zu können glaube, und sage stattdessen, dass es sich, während unsere Stadt von Bewohnern fast verlassen stand, zutrug, dass 7 junge Damen, die einander sämtlich als Freundinnen, Verwandte oder Nachbarinnen nahestanden, sich an einem Dienstagmorgen in der ehrwürdigen Kirche Santa Maria Novella trafen, nachdem sie in Trauerkleidern, wie sie für eine solche Zeit sich schickten, dem Gottesdienst beigewohnt hatten. Ich würde ihre wahren Namen nennen, hielte nicht ein guter Grund mich davon ab. Ich wünsche nämlich nicht, dass eine von ihnen um der Geschichte willen, die sie damals erzählt und angehört und die ich in der Folge mitteilen werde, sich in Zukunft zu schämen habe, was doch geschehen könnte, da heute den Sitten viel engere Grenzen gesetzt sind als damals, wo sie aus den oben erwähnten Gründen nicht nur ihrem, sondern auch viel reiferem Alter zur Belustigung die größte Freiheit ließen. Nach einer Weile begann Pampinea, als die anderen alle schweigen, zu reden. Liebe Mädchen, ich weiß nicht, ob es euch ebenso geht wie mir, aber ich fürchte mich, wenn ich von einer zahlreichen Familie niemanden mehr als eine Magd antreffe. Alle Haare sträuben sich mir und wo ich gehe und stehe, glaube ich, die Schatten meiner Verstorbenen zu sehen und nicht mit den gewohnten Gesichtern, sondern ich erschrecke vor ihrem fürchterlichen, ich weiß nicht wodurch, so sehr entstellten Aussehen. Aus all diesen Gründen fühle ich mich hier und anderswärts und zu Hause unglücklich. Und das umso mehr, als es mir unmöglich scheint, dass jemand, der noch Blut in seinen Adern hat und anderswo hinzugehen imstande ist, außer uns hier geblieben ist. Und sind wirklich noch einige hier, so habe ich mehrmals vernommen, dass diese allein und in Gesellschaft ohne zwischen anständigen und unanständigen Frauen einigen Unterschied zu machen, sobald die Lust sie dazu antreibt, mit einer jeden bei Tag und bei Nacht vornehmen, was ihnen am meisten Vergnügen macht. Verhält es sich aber so, und dass es sich so verhält, ist offenbar, was tun wir dann hier? Worauf warten, wovon träumen wir? Die bösen Beispiele anderer, wie den Tod verabscheuend, könnten wir mit Anstand auf unseren ländlichen Besitzungen verweilen, deren jede von uns eine Menge hat, wo wir uns dann Freude, Lust und Vergnügen verschafften, so viel wir könnten, ohne die Grenzen des Erlaubten irgendwie zu überschreiten. Dort hört man die Vöglein singen, dort sieht man Hügel und Ebenen grünen, dort wogen die Kornfelder nicht anders als das Meer, dort erblickt man wohl tausenderlei Bäume und sieht den Himmel offener, der, wie erzürnt er auch gegen uns ist, seine ewige Schönheit nicht verleugnet, was alles zusammen viel erfreulicher ist als der Anblick der kahlen Mauern unserer Stadt. Die übrigen Damen lobten nicht allein Pampineas Vorschlag, sondern hatten auch schon Verlangen, ihn zu befolgen, als unvermutet 3 junge Männer in die Kirche traten, unter denen indes der Jüngste kein geringeres Alter als 25 Jahre hatte und in deren Herzen weder die Widerwärtigkeiten jeder Zeit, noch der Verlust der Freunde und Verwandten, noch endlich die Furcht für ihr eigenes Leben, die Liebe zu vertilgen oder abzukühlen vermocht hatte. In allgemeiner Übereinstimmung verlangten die Mädchen, dass jene gerufen mit ihren Plänen bekannt gemacht und gebeten würden, ihnen Gesellschaft zu leisten. Zu diesem Zweck erhob sich Pampinea ohne weitere Worte und ging auf die Jünglinge zu. Mit deren einem sie verwandt war, grüßte die ins Anschauen der Mädchen Versunkenen mit heiterem Antlitz und bat sie im Namen aller, nachdem sie ihren Plan zuvor auseinandergesetzt, dass sie sich entschließen möchten, ihnen mit reinen und brüderlichen Gesinnungen Gesellschaft zu leisten. Die Jünglinge glaubten anfangs, man wolle sie zum Besten haben. Als sie aber sahen, dass es der Dame ernst war, antworteten sie freudig, sie seien bereit. Der Landsitz lag auf einem kleinen Hügel.
nach allen Richtungen ein wenig von unseren Landstraßen entfernt und war mit mancherlei Bäumen und Sträuchern bewachsen, alle grün belaubt und lieblich anzusehen. Als alle beieinander waren, suchten sie sich einen Rasenplatz aus, der gar hohes und frisches Gras hatte, der Sonne unzulänglich war und von einer sanften Brise gekühlt wurde. Hier setzten sie sich auf den Rasen in die Runde und Pampinea begann zu sprechen. Ihr seht, die Sonne steht noch hoch, die Hitze ist drückend und nur das Zirpen der Grillen von den Olivenbäumen her unterbricht die schwüle Stille. So wäre es denn offenbare Torheit, jetzt ausgehen zu wollen. Wolltet ihr meinem Rate folgen, so vertreiben wir uns diese heißen Tagesstunden mit Geschichten erzählen. Da, wenn deren einer erzählt, die ganze Gesellschaft, die ihm zuhört, sich daran ergötzen kann. Noch ehe wir alle an die Reihe gekommen sein werden, eine Geschichte zu erzählen, wird die Sonne sich geneigt und die Hitze nachgelassen haben und dann können wir lustwandeln gehen, wohin es uns gefällt. Seid ihr nun mit dem zufrieden, was ich euch vorgeschlagen habe, so wollen wir danach tun. Gefällt euch mein Vorschlag aber nicht, so mag jeder bis zum Abend tun, was ihm gefällt. Mädchen und Männer erklärten sich einstimmig für das Erzählen. Nun wohl, sagte die Königin, da ihr denn wollt, möge jeder eine Geschichte von beliebigem Inhalt erzählen.